Hallo und herzlich willkommen in meinem Deko-Ideenreich. Was darf an einem schönen lauen Sommerabend auf dem Balkon oder der Terrasse auf keinen Fall fehlen? Genau, ein schönes, stimmungsvolles Kerzenlicht. Und dafür möchte ich mir gerne eine Holzlaterne machen. Und wie ich das mache, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Als Basis verwende ich diese Sperrholzplatte, die hat eine Seitenlänge von 25,5 auf 25,5 cm und ist 1,5 cm dick. Ihr könnt auch eine Holzplatte verwenden, die ein bisschen dünner oder dicker ist, das ist nicht so entscheidend. Und dieses Holz könnt ihr euch auch schon sehr gut im Baumarkt zurechtsägen lassen. Dann braucht ihr ein Kantholz, das hat hier eine Kantenlänge von 44 auf 44 mm. Dann eine Latte, die ist auch 44 mm breit und 24 mm dick. Dann braucht ihr ein Alurohr, das hat einen Durchmesser von 15 mm. Dann braucht ihr ein Drahtgitter. Dieses hier hat so eine Kästchengröße von 13 mm auf 13 mm. Dann braucht ihr 60 bis 70 cm Seil oder Tau. Unser Baumarkt hatte leider jetzt nur dieses Seil im Angebot. Das ist 12 mm dick. Ich hätte gern ein bisschen dickeres gehabt. Dann braucht ihr zwei Metallringe, zwei Schraubösen, ein bisschen Schleifpapier, einen Bleistift, Klebstoff, Holzleim. Und da würde ich euch empfehlen, Expressholzleim zu verwenden. Wenn ihr eure Laterne zusätzlich stabilisieren wollt, braucht ihr noch vier Schrauben und einen passenden Bit. Dann einen Tacker, einen Akkuschrauber, auf jeden Fall auch einen dünnen Metallbohrer, eine Metallsäge, eine Drahtzange und einen Maßstab. Wenn ihr die Laterne auch farblich gestalten möchtet, braucht ihr natürlich noch Pinsel und Farbe. Beim Arbeiten mit der Säge trage ich auf jeden Fall eine Schutzbrille und beim Arbeiten mit dem Draht Handschuhe. Ich starte jetzt damit, dass ich mir vier Stücke a 28 cm von meinem Kantholz absäge. Zuerst klette ich jetzt die Kanten an meiner Grundplatte und an meinen Hölzern mit Gleitpapier. Und im nächsten Schritt leime ich jetzt diese vier Hölzer auf diese vier Ecken meiner Grundplatte. Da die Stabilität von geleimten Verbindungen ganz stark vom Anpressdruck abhängt, habe ich das Ganze jetzt noch mit Gewichten beschwert. In diese Zwischenräume hier unten kommen jeweils kurze Stücke von meiner Latte. Die habe ich jetzt noch nicht zugesägt, denn manchmal ist es so, dass die Hölzer vielleicht ein bisschen krumm sind oder man hat nicht so millimetergenau gearbeitet. Und damit die Stücke exakt passen, nehme ich mir jetzt direkt an dem Werkstück Maß und säge mir dann in den entsprechenden Längen Stücke von meiner Latte ab. Und damit ich nachher auch nichts verwechsle und ich weiß, welche Leiste in welchen Zwischenraum kommt, markiere ich mir beides mit einer Ziffer. Und genauso säge ich mir jetzt auch noch die anderen drei Stücke zu. Und bevor ich jetzt die Leisten einleime, schleife ich auch die Kanten alle glatt. Der Holzleim ist gut ausgehärtet, die Verbindungsstellen sind alle richtig stabil und ich hatte am Anfang gesagt, dass man als zusätzliche Stabilisation noch Schrauben eindrehen kann. Dafür drehe ich mir dieses Grundgestell jetzt mal um und dann schraube ich an jeder Ecke nochmal eine zusätzliche Schraube ein. Als nächstes brauche ich jetzt die Verbindungsstücke für hier oben. Die säge ich mir aus diesem Kantholz zurecht und das mache ich dann genauso wie bei diesen Stücken hier unten. Ich messe mir den Abstand aus, übertrage dieses Maß auf mein Kantholz und säge es dann entsprechend zu. Und damit auch hier keine Verwechslung stattfindet, markiere ich wieder die Hölzer und die Punkte, an denen sie eingeleimt werden, mit Ziffern.
Damit nachher alles schön passt und die Kanten schön sauber aussehen, schleife ich alles wieder schön ab. Beim Einleimen dieser Verbindungsstücke mache ich so, dass ich zuerst die beiden gegenüberliegenden Teile einleime, denn dann kann ich diese richtig gut beschweren. Und nach 5 Minuten ist der Expressholzleim getrocknet und dann kommen die beiden anderen Seiten dran. So, jetzt kann man schon langsam erkennen, wohin die Reise geht. Aber bevor ich jetzt meine Laterne noch weiß anstreiche, werde ich jetzt rundherum im Schleifpapier nochmal drüber gehen, einfach um Stellen nochmal zu glätten. Damit ich beim Streichen überall gut drankomme, stelle ich die Laterne auf ein paar Hölzchen. Und ich möchte der Laterne jetzt gar keinen so satt weißen Anstrich verleihen, sondern das Ganze mehr lasierend machen. Und deshalb genügt auch ein Anstrich. Bis die Farbe jetzt getrocknet ist, werde ich schon mal mein Drahtgitter vorbereiten. Und schon beim Planen und Festlegen der Maße für die Laterne habe ich darauf geachtet, dass ich jetzt beim Zuschneiden des Gitters diese Kästchen ganz lassen kann. Das heißt, dass ich jetzt in der Breite ein Maß von 16,5 cm habe und in der Höhe ein Maß von 26,5 cm. An dieser Schnittkante sind natürlich jetzt lauter offene Kästchen mit so Stacheln entstanden. Die müssen jetzt abgezwickt werden, bevor ihr das nächste Stück abschneidet. Jetzt brauche ich nur noch meine Drahtgitter hier in die Laterne einzulegen. Und sie hier oben und hier unten mit meinem Tacker festzumachen. Was jetzt noch an meiner Laterne fehlt, ist natürlich der Griff. Und dafür säge ich mir jetzt zuerst mal von meinem Alurohr 2 3,5 cm lange Stücke mit meiner Eisen- oder Metallsäge. Um diese ausgefransten Enden zu glätten, gehe ich mit dem Schleifpapier nochmal drüber. Was jetzt noch fehlt, sind 2 Löcher an jeder Öse. Ein Loch oben, ein Loch auf der gegenüberliegenden Seite, circa 1/2 cm vom Rand entfernt. Und dafür habe ich mir jetzt einen feinen Metallbohrer in meinen Akkuschrauber eingespannt. Und damit bohre ich jetzt einmal von oben nach unten komplett durch. Im nächsten Schritt werde ich jetzt meinen Metallring in diese Löcher einfädeln. Dafür biege ich mir den Ring ein bisschen auseinander. Ich hatte jetzt nur diese Ringe mit diesem Bogen zu Hause. Wenn ihr Ringe ohne diesen Bogen habt, geht es einfacher. So, ich gehe jetzt mit dem einen Ende des Ringes in ein Loch und biege das andere Ende schon mal so zurecht, dass ich es später dann in dieses zweite Loch einfädeln kann. Von meinem Seil habe ich ein 65 cm langes Stück abgeschnitten. Die Enden streiche ich jetzt mit meinem Kraftkleber ein und dann schiebe ich diese Enden in meine Metallöse. Was jetzt noch fehlt, sind meine beiden Ringösen. Davon schraube ich jeweils eine auf der einen Seite und auf der gegenüberliegenden Seite ein. Dafür habe ich mir exakt die Mitte ausgemessen und in diese Ösen hänge ich jetzt meine Griffe ein, drücke diesen Metallring fest zusammen und was jetzt noch fehlt, ist eine richtig schöne dicke Kerze. So eine Holzlaterne wäre auch das ideale Einsteigerprojekt für alle von euch, die noch nie mit einer Säge gearbeitet haben. Denn man muss nur gerade Sägeschnitte setzen und wenn es mal nicht ganz so akkurat und millimetergenau wird, ist es auch nicht schlimm. Denn sowas Selbstgemachtes hat einfach seinen eigenen Charme. Ich wünsche euch jetzt viele schöne laue Sommerabende, ob mit oder ohne Holzlaterne und freue mich aufs nächste Video und sage für heute Ciao!
Wer Lust hat auf noch mehr DIY-Ideen, der kann hier links klicken. Hier unten könnt ihr mich kostenlos abonnieren und denkt beim Abonnieren dran, unbedingt die Glocke zu aktivieren. Nur dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn es auf meinem Kanal was Neues gibt. Und über einen Besuch auf meiner Homepage, Pinterest, Instagram oder Facebook freue ich mich immer sehr.